Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zum knallharten Tasters. Heute mit Monster Ultra Rosa. Ich war noch nie so gehypt wie jetzt auf einen Energy Drink. Ich habe nur Positives gehört im Internet, den gibt es schon in Europa länger. In Deutschland habe ich den noch in keinem Laden gesehen, ich habe ihn jetzt von Amazon geordert, wo Energy Drinks im Angebot waren. Weil sonst kostet eine Palette immer 36 Euro oder so. Das ist fast das Doppelte wie von einer normalen Palette. Der war jetzt reduziert für 24 Euro. Ist immer noch ein bisschen teurer, aber ich bin einfach gehypt auf diesen Energy. Und naja, als Energy Drink Fangirl liegt es auch an meiner Aufgabe, euch zu informieren, wenn es neue Energy Drinks gibt. Zumindest von Monster, Rockstar und Red Bull. Das habe ich so als meine Aufgabe gemacht, quasi. Von daher, neuer Ultra. Ihr wisst ja, ich bin kein Fangirl von Ultras, weil es halt Zero Zucker und Smacks dann doch irgendwie jetzt so einen anderen Geschmack hat. Aber das, was ich hier drüber gehört habe, ist super natürlich erfrischende Grapefruit und ja, weiß nicht, nur Positives, ey. Alle hypen den in den Himmel, die den schon getrunken haben. Das sind keine Deutschen. Das sind halt andere YouTuber, YouTuberinnen, von denen ich das gehört habe, dass sie den schon mal getrunken haben. Aber ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich lese euch jetzt mal einen Text vor. Steht hier mit Monster, so ein kleiner Text. Und zwar: Rosen sind rot, Grapefruits sind pink. Ultra Rosa ist nicht das, was du denkst. Vergiss pinke Limonade, Rosé und Guaven. Ultra Rosa ist die neue Erfahrung. Ein leichtes Trinkgefühl, erfrischend und blumig im Abgang. Blumig? Sind doch nicht beim Parfüm. Diesen Geschmack kann man besser beschreiben als: schmeckt einfach wie Ultra Rosa. Ohne Zucker und mit der vollen Ladung des Monster Energy Mixes. Das hat auch ein bisschen was Blumiges, Rosenartiges. Also ich kenne ja mich mit Parfüms auch sehr gut aus. Scheiße, noch besser als mit Energy Drinks. Ja. Ungefähr gleich. Und da wird ja auch die Rose sehr oft verwendet, aber im Energy Drink? Rose? Da bin ich mal gespannt. Erstes Sniff. Fruchtig. Zitrisch, tropical, gute Laune. Ich würde sagen, bringen wir es hinter uns. Dann mal los. Das schmeckt wirklich ein bisschen blumig. Was? Aber der Geschmack ist sehr interessant. Auf jeden Fall was Neues, Kreatives vom Monster. Kritik? Ich schmecke trotzdem einen Ultra-Geschmack. Von dem, was ich gehört habe, hieß es ja, war auch nicht so ein Fan von dem Ultra. Aber hier schmeckt mir Ultra-Geschmack nicht. Doch, ich schmecke ihn sofort. Es hat wirklich ein bisschen was Blumiges. Als hättest du irgendwie ein Rosenparfüm tatsächlich in diesen Energy-Drink gekippt. Das hat wirklich so einen blumigen Nachgeschmack. Ultra-unique. Ultra strange, aber irgendwie cool. Also es ist sehr erfrischend, zitrisch, grapefruitartig und dann kommt so ein blumiger Nachgeschmack. Voll interessant. Ich schätze nicht mein Favorite. Die Erwartungen waren wahrscheinlich zu weit oben. Aber so eine 7,5 von 10. Schmeckt schon cool. Ist mal was Neues. Unique. Und ich würde auch sagen, ist der beste Ultra. Aber das ist der Hauptkritikpunkt. Es ist immer noch ein Ultra. Der Ultra-Geschmack ist halt nicht so meins. Also trinke ich auch gerne, aber warum soll ich den trinken, wenn es ohne Ultra einfach besser schmeckt? Hier zum Beispiel Ripper. Ich habe heute auch aufgemacht. Der ist halt cooler. Muss man einfach sagen. Ich nehme noch einen Schluck. Erfrischend ist auf jeden Fall und der ist sogar ausnahmsweise mal ein bisschen kalt, weil der gerade geliefert worden ist und es den ganzen Tag regnet. Von daher habe ich jetzt die ultimative kalte Experience, aber ja, es war trotzdem ultra.
Aber ein toller Ultra. Ist sogar besser als der Ultra Paradise, der grüne, der ja auch einer der besten Ultras meiner Meinung nach ist. Doch, der schmeckt irgendwie. Der schwingt so ein bisschen was mit Ultra-Weiß mit. Das schwingt so ein bisschen was Zitrisches mit. Und auch ein bisschen was Tropisches, also Ultra-Paradise-mäßig. Ich könnte sagen, das Beste von allen Ultras in allen gepackt. Aber es ist halt immer noch ein Ultra. Das ist das Problem. Aber ich finde echt gut. 7,5 von 10 Punkten. Leider bin ich ein bisschen enttäuscht, ich bin ehrlich. Die Erwartungen waren so. Ist das 36 Euro wert, eine Palette? Oder 24 Euro? Nö. Würde ich lieber vielleicht den, sag schon. Mann, wie hieß der denn? Den Great Barrier Reef Monster nehmen. Ich habe echt vergessen, wie der hieß. Der so richtig Zitronenlimonade ist. Der war echt geil. Ja, schade. OC Lemonade hieß der. Ja, der ist definitiv besser, wenn man zitrische Sachen mag. Trotzdem hat er so das gewisse Etwas, wie gesagt, dieser blumige Nachgeschmack, habe ich so in der Hinsicht und kein Energy Drink bisher erlebt. Deswegen finde ich den ganz nice. Eure Meinung in den Kommentaren, falls ihr ihn schon mal probiert habt. Und ja, wenn ihr ihn seht, nehmt mal mit, probiert ihn mal selbst. Denn, ja. Dieser blumige Nachgeschmack sollte man schon mal probiert haben. Gut. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!